Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Paartherapeut, Beziehungscoach, Hamburg, Berlin, in der Nähe von München. Meine Arbeit findest du auf liebeschiff.de, mein Kurssystem, mein Hauptkurs, Modul 1, Umprogrammierung des Liebeschiffs. Aber heute geht es natürlich wieder um Love Island, bis mal Lava Island genannt, Folge 8. Und ich wollte mich nochmal bedanken für die starke Beteiligung gestern bei dem Video von Steffi Stahl. Super, super viele Reaktionen, neue Abos, Likes und ja, abonniert und liked auch immer meinen Kanal. Ich vergesse das immer zu sagen und drückt die Glocke. Selbst wenn euch die Videos sonst auch vorgeschlagen werden, ist das gut wieder das für den Algorithmus, dann finden es andere wieder und so weiter. Ja, war eine ganz interessante Situation, dass viele halt, wie das vielleicht manchmal auch beim Dating im echten Leben auch ist, auf Love Island da angefangen haben zu taktieren, Leute warm zu halten, in Couples zu bleiben, wo sie vielleicht nicht so richtig mit dem Herzen dabei sind, Zweck-Couples zu machen. Also ich war auch echt ein bisschen geschockt, muss ich sagen, dass sowohl bei Adriano und Bianca, dem Couple, als auch bei Dennis und Nicole, da jetzt gestern zu sehen war, dass da, glaube ich, von den Jungs her überhaupt kein Drive drin war. Ne? Also Adriano hat schon wieder angefangen mit so einer blöden Laberei. Also anstatt, dass du sie einfach gescheit datet, wird da rumgelabert und rumphilosophiert. Und und Dennis war ja auch nicht besonders viel Druck dahinter, sage ich mal. Ne? Das splätschert halt auch so dahin. Und dann hat die Produktion halt beschlossen, also geht's nicht weiter, fand ich auch richtig. Haben 4 neue reingeschickt, haben alles durcheinander gewürfelt, haben die eine Hälfte in eine andere Villa geschickt und und dann mussten alle mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Und Finn und Greta wurden dadurch auch getrennt und wir gucken jetzt mal bei unserem etwas Pluskollegen Finn rein. Wie schätzt du Greta eigentlich? Jetzt mal ganz, 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 ganz ehrlich. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie jetzt was machen würde, weil sie jetzt sich ja endlich getraut hat, sich zu öffnen. Ist so, ne? Ich glaube, diesen Schritt, den sie gegangen ist, der ist, glaube ich, echt nicht einfach für sie. Ja, und das hat wahrscheinlich voll die krasse Bedeutung für sie so. Ja, ne? Ich glaube, sie hat ja so lange gebraucht, um sich zu öffnen. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt nichts gegen anzuwenden, wenn man sich so Sorgen macht. Er ist halt verknallt in sie, aber es zeigt schon, wie unsicher er sich seiner Sache ist. Da hat natürlich auch Greta auch einen Punkt dran. Und allein diese ganze Aussage finde ich mittlerweile schon sehr pluspolig und, also sie sagt nicht falsch, aber behindert einem beim Daten, wenn man nicht so ein Mindset hat von, ich bin eh der Geilste und mich will eh jede Frau oder jeder Mann, meinetwegen auch bei einer Frau. Das macht es einfach viel einfacher so, ne? Wo ist Selbstbewusstsein? Klar, kann man dran arbeiten, hat man nicht in die Wiege gelegt, die meisten von uns, aber geht durchaus. Und allein diese Aussage ist schon, da schwimmt er natürlich, aber wie gesagt, das liegt auch in der Beziehung. Und dann sagt er das ist so typisch, dieses pluspolige Rede, ich habe sie ja geknackt und also so ein bisschen und ja, die und sie musste sich ja so ein bisschen mal so schützen und bei mir konnte sich jetzt öffnen. Das ist genau dieses Narrativ, was so viele haben beim Daten, wenn sie so Bindungsängstler oder Bindungsvermeider, der nicht sagt, ich weiß jetzt nicht, ob sie einer ist, aber hat sie sich bisher so ein bisschen reserviert gezeigt, sage ich mal, dass man so denkt, ja, der andere muss erst aufgetaut werden, anstatt dass man gleich jemanden sucht, wo man das gar nicht machen muss. Das ist so typisch, dieses im Plus wohl jemand retten wollen, jemand irgendwo rausleben wollen, anstatt dass man einfach sich um seinen eigenen Kram kümmert und nicht versucht, immer ständig irgendwelche Leute zu retten, so, ne? Ja, und er ist, glaube ich, auf der falschen Spur auch on top noch, weil das Problem bei Greta war, glaube ich, nicht, also aus seiner Sicht, dass sie jetzt so, weiß ich nicht, erst aufgetaut werden müsste, sondern dass sie einfach sich als nicht loyal gezeigt hat. Also vielleicht ist es jetzt, ich weiß es nicht, aber hat sie nicht als loyal gezeigt. Und ja, und es gibt auch Menschen, Partner, Dates, die emotional verbunden sind und trotzdem nicht loyal sind, einfach weil sie vom Charakter her so sind, ne? Oder von der Einstellung her, vom Mindset. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass er sie erst irgendwo retten müsste oder so. Dann ist sie einfach so, wenn sie so ist, ne? Aber das ist, glaube ich, wie in Stein gemeißelt, so ein typischer Dialog, wenn man so, glaube ich, ein bisschen im Pluspol ist und meint, ja, wenn ich jetzt nur lieb genug bin
Und das funktioniert einfach nicht so. Das führt sogar im Gegenteil, dass er da aus seiner männlichen Polarität rausfällt. Und naja, nur meine Meinung. Ja, gut, dann wurden noch so Spiele gemacht. Übrigens auch eine gute Sache. Das waren so mit Fragen, geführten Fragen. Das wollen wir auch auf Soulmatching viel machen, wo man mehr über sich preisgibt. Und das schafft ja auch wieder Nähe. Und da fand ich ganz spannend eine kurze Sentenz von Kathi und Dennis wiederum, wo ich dachte, boah, das sind so Aussagen, wo man sieht, dass es so Sachen gibt, die beiden, glaube ich, da beim Dating ein bisschen im Wege stehen. Und zwar sagte Kathi, dass sie so super schnell gekränkt und verletzt ist. Ich meine, da kann man dann, wenn es erstmal so ist, muss man es erstmal so annehmen und damit leben, aber kann man natürlich auch verändern. Aber das ist sehr hinderlich, weil dann ist man natürlich super schnell gekränkt und ja, beim Dating steht dann das so ein bisschen im Weg. Und er sagte, das ist irgend so eine Aussage, gut, meine, er ist jetzt jung, aber wenn man das von jemand hört, der vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, da würde ich, zumindest wenn man eine Beziehung sucht, würde ich ganz weit weglaufen. Er sagt, ihn hätte noch nie eine Frau so richtig geflasht, so, ne? Und also wie gesagt, das ist jetzt nichts falsch dran, nur die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person dann von einem selber auch nicht geflasht ist, die ist halt extrem hoch, ne? Weil das einfach, wie sagt man, Past Events form Future Trends, ne? Warum sollte es mit dir jetzt anders sein? Und dann, man legt sich jetzt immer so schön zurecht. Mit mir ist es jetzt aber anders. Ich bin immer so super hot und von mir ist er jetzt geflasht, aber auch das wäre wieder so ein Abrackern. Ne? Denkt an das Wappentier hier, ne? Der Bindungsängstler, das Zebra, wie gestern jemand schrieb. Und genau, und soweit. Vielleicht sehen wir uns heute Abend auf Twitch. Ansonsten morgen